Hallo liebe Pilzfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Pilzvideo. In diesem Video soll es mal um den Vergleich der beiden Glucken gehen, und zwar der breitblättrigen Glucke und der krausen Glucke. Die breitblättrige Glucke findet man meist am Fuße von alten Tannen. In der Literatur wird aber auch häufig von Funden der breitblättrigen Glucke an Laubholz berichtet, gerne an Eiche. Die Fruchtkörper erscheinen vom Frühjahr bis in den Spätherbst und sind je nach Region häufig, selten oder auch gar nicht zu finden. Die breitblättrige Glucke kann in der Küche vielfältig verwendet werden. In einigen Regionen, zum Beispiel in Tschechien, Oberösterreich oder auch im Bayerischen Wald, ist die breitblättrige Glucke regional sehr, sehr häufig und ein beliebter Speisepilz. In anderen Regionen ist die Art leider sehr selten, bis ja teilweise überhaupt nicht zu finden, weshalb die breitblättrige Glucke ganz im Gegensatz zur krausen Glucke für uns nicht als Speisepilz in Frage kommt. Bei der Verwendung als Speisepilz ist außerdem unbedingt zu beachten, dass der Strunk der breitblättrigen Glucke nicht verwendet werden sollte, da dieser zu Übelkeit und anderen Unverträglichkeitsreaktionen führen kann. Der an Seife erinnernde Geruch und Geschmack kann durch bestimmte Zubereitungsarten zwar gelindert werden, sagt aber definitiv nicht jedem zu. Die krause Glucke erscheint fast ausschließlich am Fuße von oder direkt in der Nähe von Kiefern. Die krause Glucke kann dabei sowohl als Parasit, also an einer lebenden Kiefer, als auch als Folgezersetzer an Totholz in Erscheinung treten. Die ersten Fruchtkörper der krausen Glucke erscheinen meist nach ergiebigen Regenfällen im Juli oder im August. Je nach Witterung lässt sich die krause Glucke dann bis in den November rein, seltener sogar bis in den Dezember hinein finden. Im Gegensatz zur breitblättrigen Glucke ist die krause Glucke bei uns in Oberbayern ein echter Massenpilz und kann eigentlich in fast jedem Wald, wo eine Kiefer steht, auch gefunden werden. Krause Glucken sind an sich hervorragende Speisepilze. Wichtig ist dabei aber immer, dass nur einwandfreie und nicht zu alte Exemplare in der Küche landen sollten. Vertrocknete, teilweise von Schimmel befallene oder auch krause Glucken nach den ersten harten Frösten sollten nicht für Speisezwecke gesammelt werden. Ein sehr, sehr guter Indikator für die Verwendbarkeit der krausen Glucke ist der Geruch. Riecht die krause Glucke angenehm würzig, aromatisch, dann ist die Glucke verwendbar. Riecht die Glucke unangenehm, dann sollte der Fund besser im Wald bleiben. Völlig geruchlose Exemplare sind zwar in der Regel unbedenklich, aber oft vom Regen ausgewaschen, wegen des fehlenden Aromas nur bedingt für die Küche geeignet. Wichtig ist uns an der Stelle auch noch der Hinweis, dass der Strunk der krausen Glucke ebenfalls relativ unverträglich ist und zumindest von empfindlichen Personen nicht verzehrt werden sollte. Ja, soviel zu ein paar grundlegenden Informationen zu den beiden Arten, jetzt zum direkten Vergleich. Also das erste wichtige Unterscheidungsmerkmal ist, wie schon beschrieben, das Habitat. Also eine krause Glucke unterhalb von einer Tanne ist schon mal sehr unwahrscheinlich, eine breitblättrige Glucke bei der Kiefer fast ausgeschlossen. Dementsprechend kann man schon am Habitat erkennen, um was es sich handeln könnte. Also findet man eine Glucke an einer Tanne, dann ist die breitblättrige Glucke sehr, sehr wahrscheinlich. Findet man eine Glucke an einer Kiefer, dann ist es so gut wie sicher die krause Glucke. Ein weiteres sehr gutes Unterscheidungsmerkmal ist der Geruch. Während die krause Glucke in der Regel immer würzig, aromatisch und ein bisschen pilzig riecht, riecht die breitblättrige Glucke eher so ein bisschen unappetitlich, seifig. Auch bei den Farben gibt es deutliche Unterschiede. Die krause Glucke ist eher wärmer gefärbt, also eher weiß-gelblich, cremegelblich. Und die breitblättrige Glucke hat eher kältere Farben, die eher so ins Gräuliche gehen. Ja, namensgebend ist bei beiden Arten der Aufbau der Fruchtkörper. Während die krause Glucke eher kleine, krause Blätter enthält, ist es bei der breitblättrigen Glucke so, dass die einzelnen Blätter der Glucke eher breit und eher flach sind und eben nicht gekräuselt. Ja, es soll soweit gewesen sein. Ich denke mal, damit lassen sich die beiden Arten sehr, sehr einfach unterscheiden. Zum Abschluss und zum Einprägen der Merkmale jetzt vielleicht noch ein kleines Quiz. Ich habe jetzt 10 Glucken aneinandergereiht. Vielleicht versucht einmal diese 10 Glucken nur anhand der Bilder zu bestimmen. Die Auflösung, welche Glucke da jeweils gezeigt wurde, seht ihr am Ende vom Video. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Drückt euch die Daumen, dass ihr alle 10 richtig habt. Und dann sehen wir uns im nächsten Video.